Mein Sims-Wissen in Bezug auf die 22 Welten für die Sims 4 muss einfach mal auf die Probe gestellt werden, welches ich in diesem Video anhand von verschiedenen Welten-Screenshots teste. Jeder hat bei den Sims ja so ein bisschen seine Lieblingswelt, in dem er am meisten Zeit verbracht hat. Und viele von euch kennen wahrscheinlich ihre Lieblingswelt schon in- und auswendig. Und genau das wollte ich in diesem Video mal so ein bisschen auf die Probe stellen. Der Sims-YouTuber James Turn hat dafür nämlich eine coole Online-Website gebaut, die Sims Guesser heißt. Wir bekommen gleich einen kleinen Ausschnitt einer Region und müssen das dann richtig zuordnen, wo genau es sich dann tatsächlich in der Welt befindet. Ich denke, das wird sehr lustig. Ich würde eigentlich behaupten, dass ich mich in den Welten recht gut auskenne und das doch eigentlich irgendwie hinbekommen sollte, aber ich bin mir irgendwie noch nicht so ganz sicher. Ich sehe hier schon, hier unten können wir auswählen, welche Packs mit dabei sind, und tatsächlich ist ja auch Star Wars Journey to Patoo dabei. Ja, dieses Gameplay-Pack habe ich so gut wie gar nicht gespielt. Wenn das hier mit auftaucht, bin ich gefühlt komplett aufgeschmissen, dann ist Feierabend. Tatsächlich habe ich diese Website noch gar nicht so richtig ausprobiert. Wir sehen hier schon den ersten Ausschnitt. Leute, ich glaube, ich weiß tatsächlich ganz genau, wo wir uns befinden. Es ist auf jeden Fall San Myshuno aus der Großstadtleben-Erweiterung. Jetzt schauen wir doch einfach mal. Hier können wir, genau, hier können wir dann die Welt auswählen. Jetzt schauen wir doch mal. Genau, hier ist San Myshuno. Es müsste genau das Künstlerviertel sein. Und, oh, okay, das macht jetzt die ganze Sache ein bisschen schwieriger. Wir müssen jetzt auf der Karte genau raussuchen, wo wir uns befinden. Es müsste doch hier sein, oder? Das kann man so schlecht erkennen. Doch, es müsste auf jeden Fall hier sein, genau. Okay, hier so ein bisschen weiter rechts. Hier. Hier müsste richtig sein. Schauen wir mal. Oh, okay, das war tatsächlich sehr gut. Being null tiles away, also auf den Punkt genau. Aber ganz ehrlich, diese Struktur hier war ja, finde ich, auch jetzt recht einfach zu erraten. Der nächste Ausschnitt lädt. Oh, ja, okay, ganz ehrlich, das ist zwar an sich auch einfach. Es handelt sich hier um Batuu, aber wo genau, bin ich jetzt schon komplett raus. Mein schlimmster Albtraum ist hier eingetroffen. Wir schauen jetzt einfach mal. So, Batuu. Okay, also, ja, das müsste ja in dieser Kantina sein. Ich habe wirklich gar keine Ahnung von Star Wars, wie man eventuell merkt. Was war denn jetzt nochmal die Kantina? Das hier irgendwie nicht? War es, glaube ich, nee, oder war es das Gebäude? Das war, glaube ich, irgendwie das Gebäude. Schauen wir mal rein. Hätte ich jetzt noch den Weltenausschnitt im Kopf, wäre es ein bisschen einfacher, aber es müsste doch... Das ist... Ja, jetzt kann ich fast nur noch raten. Ich bin hier tatsächlich ein bisschen raus. Hier? Komm, wir machen einfach mal Guess. Ja, okay. Falsches Gebäude, richtige Region, immerhin. Ja, hätte jetzt besser sein können, aber wir schauen mal weiter. Vielleicht läuft es jetzt wieder ein bisschen besser. Oh, okay. Tatsächlich, ich habe jetzt hier gerade so ein bisschen abgewartet, wollte mich erstmal orientieren. Wir haben ja nur 50 Sekunden. Ich glaube, das war viel zu kurzfristig gewählt. Wo zum Teufel sind wir? Das ist hier auf jeden Fall nicht im normalen Spielebereich. Es müsste, okay, die Bäume. Es ist auf jeden Fall Brinderton Bay. Brinderton Bay, so, jetzt schauen wir mal nach. Ah, das ist jetzt tatsächlich kompliziert. Also, wir können ja mal in einem Ausschlussprinzip arbeiten. Hier ist es auf jeden Fall nicht. Das ist schon mal ganz klar. Wir haben hier ja keine richtigen Häuser. Es ist entweder die Region oder die Region. Jetzt bin ich mir aber auch nicht so ganz sicher. Können wir das nochmal ändern, wenn wir hier, wenn wir falsch schlagen? Jetzt schauen wir doch einfach mal. Ah, ich glaube, das war schon nicht ganz richtig. Obwohl, ist es... Oh, es könnte... Ist das nicht diese... Oh mein Gott. Ich glaube... Ich habe tatsächlich... Ja, okay, jetzt war ich zu langsam. Was habe ich mir bei einer Minute gedacht? Das ist viel zu wenig. Ja. Ich war sogar voll nah dran. Es war tatsächlich eigentlich hier. Jetzt hatte ich bloß noch zu wenig Zeit, um hier ja, meinen Marker setzen zu können. Na, blöd. Okay, ganz einfach. Das hier ist natürlich die Welt aus Strangerville. Ich habe auch schon eine Idee. Jetzt gehen wir direkt mal rein. Es müsste nämlich diese Region hier unten sein. Die macht keinen Sinn. Die macht auch keinen Sinn, das Lab auf jeden Fall nicht. Wo ist denn hier die Tankstelle? Ah, mir läuft hier schon wieder die Zeit davon, das ist echt, echt schrecklich. Wo ist denn hier die Tankstelle? Die Tankstelle war... Genau, hier ist die Tankstelle, dann ist das Gebäude... Wir haben noch 46 Sekunden, ich bin jetzt hier total im Stress. Nee, das ist die Tankstelle, das hier ist der Bereich, den man sieht. 32 Sekunden. Ich kann das gerade tatsächlich irgendwie nicht so ganz zuordnen hier, das ist irgendwie blöd. Oder, nee, wir müssen uns hier, müssen wir uns befinden. Da sind wir, glaube ich. Okay, so, guess. Ist das richtig? Ah, okay, fast. Nee,
Das hier sieht tatsächlich auch, ich dachte erst, das hier wäre die Tankstelle, die wir gesehen haben. 55 Teils waren wir weg. Aber tatsächlich, Strangerville, mir fällt gerade auf, die Regionen sehen irgendwie in Strangerville alle recht ähnlich aus. Wir schauen mal weiter. Das ist auch recht eindeutig. Wir sind hier auf jeden Fall in Forgotten Hollow. Die Frage ist bloß, wo? Zumindest müssen wir jetzt nicht die Nachbarschaft raten, weil die kennen wir ja. Dann gehen wir jetzt einfach schon mal rein, Forgotten Hollow. Wo genau befinden wir uns? Ich finde es auch fies, weil er hier offensichtlich Bereiche reingenommen hat, die man wirklich eigentlich nicht betreten kann. Aber ich habe ja schon mal in meinen früheren Videos erwähnt, dass ich sehr gerne einfach so ein bisschen rumfliege in den Welten und mir angucke, wie die so gebastelt werden. Deswegen, jetzt kann ich dieses Wissen mal unter Beweis stellen. Das müsste doch, guck mal, hier ist doch so eine Kurve. Müsste das dann nicht ungefähr, eigentlich müsste es doch hier sein, oder? Ist das richtig? Ah, ja, okay. Ich hoffe, jetzt kommt gleich nichts komplett Offensichtliches, wo ich mich jetzt komplett blamier. Wir ziehen den Schwierigkeitsgrad mal ein wenig an. Wir hatten jetzt 1 Minute 30, jetzt machen wir mal 1 Minute. Ich hoffe, es kommen keine der neueren Welten, da bin ich nämlich nicht ganz so gut. Okay, wir befinden uns hier in Newcrest, erkennbar an dem Golfplatz. Das ist dann nämlich auch auf dem Welten-Icon ganz gut zu sehen. Sag mal, hier, so. Jetzt scheitert es hier schon am Weltensymbol, auch gut. Doch, ja. Also, tatsächlich, das Weltensymbol, nee, oder? Warte, irgendwas stimmt hier nicht. Ich glaube, jetzt habe ich mich hier ein bisschen manipulieren lassen. Nee, das stimmt gar nicht. Ja, super, okay. Scheiße, in welcher Region war das hier? Doch, Lama Lagoon war es, glaube ich. Das müsste jetzt stimmen. Der Golfplatz. Wo war denn dieser blöde Golfplatz? Unfassbar, es muss doch hier sein. Es wird hier überhaupt nichts. Der Golfplatz, wo war der denn? Ich klicke jetzt hier fast wie wild rum. Ja, okay, das war nix. Leute, wo? Ach, da hinten, hier war der Golfplatz. Jetzt habe ich hier schon die richtige Region irgendwie zugeordnet, aber bei der Nachbarschaft ist es dann direkt gescheitert. Okay, fängt hier schon mal nicht so gut an. Wir befinden... Oh, das ist schon wieder Batuu. Wo? Ich habe wirklich gar keine Ahnung von Batuu. Also jetzt... Ja, jetzt können wir auch fast nur noch raten. Was sind denn hier, was könnten hier denn öffentliche Gebäude sein? Ist es vielleicht das hier? Das passt vom Stil. Wir schauen jetzt hier einfach mal rein. First Order District. Ich wette, James hat das hier mit in die Übersicht auch einfach reingenommen, weil alle irgendwie keine Ahnung von Batuu haben. Ja, jetzt können wir hier auch nur noch raten. Ist es vielleicht hier? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Oh, okay, ganz ehrlich, Leute, dafür, dass ich keine Ahnung von Star Wars habe, hat es jetzt sehr gut geraten, würde ich doch mal behaupten. Ich hoffe einfach mal, dass jetzt hier kein Batuu mehr kommt. Ja, super. Ich sag's gerade noch. Ich glaube wirklich, die Website hasst mich. Wir befinden uns hier vor irgendeinem Eingang. Wir versuchen jetzt hier mal so ein bisschen die Landschaft zu analysieren. Ah, hier ist dieses fette Gebäude. Okay. Ich glaube, die Region ist jetzt auch wieder klar. Das müsste hier sein. Das ist dieses Gebäude. Ja, ich glaube, hätte ich jetzt mehr Ahnung von Star Wars oder von dem Gameplay-Pack, wäre das Ganze jetzt ein bisschen einfacher. Wir sind doch hier schon gar nicht so schlecht. Ja, neben diesem Turm. Doch, okay, dann müsste es hier sein. So. Nee. Okay, nicht ganz. Das... Hä? Okay. Da habe ich den Baum irgendwie komplett falsch zugeordnet, weil so macht es ja gar keinen Sinn. Ja. Okay. Können wir gerade nochmal so durchgehen lassen? Bitte. Nichts mit Batuu? Okay, sehr gut. Wir befinden uns in Windenburg. Okay, das ist sehr einfach. Es gibt da eigentlich nur ein Gebiet, was da in Frage kommt. Das ist tatsächlich das hier nicht. Genau. Und jetzt... Nee, Quatsch. Leute, was mache ich denn? Jetzt werde ich langsam hier ein bisschen unkonzentriert. Und dann befinden wir uns, ist es das dritte Dach? Genau, wir befinden uns unter dem dritten Dach, also hier befinden wir uns. Okay, sehr gut. Das war tatsächlich relativ präzise. Schauen wir mal weiter. Okay, eine Wand. Das könnte wirklich jede Wand sein. Wir befinden uns wieder in Windenburg. Ganz ehrlich, da merkt man doch wieder... Okay, jetzt ist bloß die Frage. Also, ist es jetzt... Gehört es jetzt zu dieser kleinen Burg oder ist es immer noch die andere Region? Das ist jetzt halt so ein bisschen die Frage. Also hier ist ja diese Toilette. Ich weiß nicht, ich glaube, dieser Bereich ist nicht so detailliert dekoriert. Also muss es ja immer noch der Bereich sein. Die überschneiden sich ja jetzt hier fast ein bisschen. Oh, wir haben noch 13 Sekunden. Jetzt müssen wir uns
echt mal beeilen. Scheiße, wo ist denn dieses Toilettenhäuschen? Ich setze jetzt hier einfach mal. Ja, komm, wir haben jetzt keine Zeit mehr. Nee, ja. Okay, da habe ich gedacht, das wäre ein bisschen einfacher. Ach so, das ist schon wieder Batuu, glaube ich. Ist das Batuu? Also ganz ehrlich, ich kenne ja alle Regionen von Die Sims eigentlich ziemlich gut, aber wenn ich eine Region absolut gar nicht erkenne, die schon mir so leichte Batuu-Vibes gibt, das muss, glaube ich, Batuu sein. Das ist doch diese Szene aus der ersten Trailer-Szene vom Batuu-Trailer, dann müsste es doch hier sein, das passt doch hier sogar ganz gut. Bei irgendeinem Wasserfall, okay, ach so, ach, das ist hier ja wirklich recht einfach, da müssten wir uns, das können wir nochmal ganz genau gucken, okay, das sind diese Steine, die sieht man von hier. Das ist der Stein, dann müssten wir uns doch hier befinden, oder? Ist das richtig? Ah, sehr gut. Selbst als absoluter Batuu-Nichtswisser habe ich das hier doch irgendwie noch zusammenbekommen. Wirklich, aber mir kommt hier definitiv zu viel Batuu. Ich lasse es jetzt trotzdem mal drin. Oh, okay, diese Szene, beziehungsweise diese Stelle habe ich hier auch ganz oft tatsächlich in Die Sims 4 gesucht. Einfach aus dem Grund, weil ich genau nämlich dieses versteckte Grundstück hier in der Welt immer finden wollte. Jetzt müssen wir uns mal orientieren. Genau, wir sind hier rechts von diesem Gebäude. Das befindet sich hier. Okay, dann ist es jetzt auch recht einfach. Lass doch nochmal versuchen, das genauer einzugrenzen. Der Baum hier ist so nah. Das müsste der Baum und der Baum sein. Das heißt, wir müssten uns, wir haben noch 20 Sekunden, eigentlich hier befinden. Nee, leider nicht. Ja, so ein Gebäude kann man ja von mehreren Seiten sehen. Das war jetzt ein bisschen falsch geraten. Ach so, ja, okay. Also so richtig gut funktioniert das noch nicht. Ich dachte jetzt, wenn ich das so ein bisschen gespielt habe, wird es besser. Okay, wir sind in der An-die-Arbeit-Welt. Das hier ist ja das Polizeigebäude. Haben wir das hier auch? Genau, Civic Center. So. Muss man aber auch erstmal wissen, weil eigentlich gehört das ja tatsächlich nicht zu Magnolia Promenade dazu. Wir befinden uns... Oh, jetzt ist halt die Frage. Nee, das hier muss ja das Polizeigebäude sein. Genau, das hier ist das Krankenhausgebäude. Das ist eher so rund und das ist so ein bisschen eckiger. Dann befinden wir uns ja eigentlich... Der Brunnen ist der hier. Müssten wir uns hier befinden, okay. Tatsächlich, die groben Regionen sind, finde ich, recht einfach. Aber dann das Feinjustieren, wo man sich genau befindet, ist ein bisschen komplizierter. Ich habe jetzt hier direkt schon mal weitergeklickt. Das ist ganz klar Willow Creek in Sage Estates. Tatsächlich hätte ich jetzt auch gar nicht sagen können, wie die Region genau heißt. Ja, wir stehen genau hier. So, zack. Oh, sehr gut. Das war einfach. Willow Creek kenne ich wie meine Westentasche. Okay, 18.000 Punkte. Leute, wir machen jetzt nochmal die letzte Runde und jetzt machen wir es uns richtig kompliziert. Ich setze nochmal die Zeit ein bisschen weiter nach unten, sagen wir mal 30 Sekunden. Okay, Final Challenge. Let's go. Ich glaube, umso mehr Zeit hat, desto besser wird auch die Punktzahl. Das sieht mir stark nach Salvadorada aus. Jetzt ist bloß die Frage, wo. Oder ist es hier... Ist das noch das Wohngebiet? Ist das noch das Wohngebiet? Sind das die Wohngebietshäuser? Nein! Scheiße, wir haben viel zu wenig Zeit. 2 Sekunden. Okay, ich setze einfach irgendwas. Scheiße. Ich habe einfach irgendwo hingeklickt. In diesen Feldern. Ach so. Ich finde es gut, man hat... Es war ja sogar tatsächlich richtig, es war wirklich diese Wohnregion, aber dann so weit hinten, dass man den normalen Wohnbereich gar nicht mehr gesehen hat. Okay, das hier ist Moonwood Mill. Ich habe tatsächlich sehr wenig in Moonwood Mill gespielt, deswegen wird es jetzt hier auch ein bisschen schwierig. Die Zeit rennt uns hier schon wieder weg. Ich sollte nicht so viel labern. Wo sind die gelb-blauen Container? Ist das ein Container? Hier sind die gelb-blauen Container, okay. Das heißt, wir müssten uns dann doch hier befinden. Oh, ja, okay. Zwar nicht so ganz richtig, aber... Okay, das hier ist wieder Strangerville, die Region oben rechts. Jetzt ist bloß die Frage, wo? Dieses blaue Haus, wir sind hier so am Hang. Jetzt muss ich mich einmal orientieren. Ist es das hier? Es müsste doch das hier sein, oder? Ja, okay. Ich habe gerade ganz kurz gezweifelt. Das Problem ist, man muss ja erstmal im Kopf diese Karte dann genauso drehen, wie die Kameraansicht, von der man das gesehen hat. Und ich dachte jetzt gleich, vielleicht habe ich auch Quatsch gedacht und es war von hier. Es hätte ja vom Winkel genauso sein können. 13.000. Hat jetzt nicht so ganz gut geklappt, da war unsere Runde vorher besser.
Leute, ganz ehrlich, geht mal auf den Link in die Beschreibung, geht selber mal auf Sims Guesser, probiert's aus. Ich finde, es ist eine extrem gute Idee. James Turner hat da ja sogar dann so ein bisschen die Benutzeroberfläche nachgebaut, was ich irgendwie sehr witzig finde. Hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Hat mich jetzt an manchen Ecken leider so ein bisschen doof angestellt, aber vielleicht, ich übe hier nochmal und dann machen wir vielleicht nochmal ein zweites Video. Wie findet ihr die Webseite? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, man sieht sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.